Und das bringt uns gleich zu einem ganz wichtigen Thema, meine Lieben, die Ernährung. Wir wissen ja von der Bibel, nicht das, was in den Mund hineingeht, ist schlimm, sondern das, was herauskommt. Das verleitete natürlich auch viele sogenannte Gurus und Priester zu sagen, ja, wir können ruhig Koks nehmen, das geht in den Mund rein. Ja? So kann man das verdrehen. Nein, meine Lieben, das Buch des Lichts lehrt, auch das, was in den Mund hineingeht, beeinflusst euch ganz entscheidend. Denn wir sind dann, was wir essen. Zumindest jetzt mal den physischen Körper. Wir wollen uns mal zunächst den physischen Körper. Wir wollen uns mal damit befassen. Was geschieht da? Das hat zu tun, meine Lieben, mit Magnetismus. Also Nahrung hat Magnetismus. Und wenn diese Nahrung nicht physisch rein ist oder magnetisch, dann gibt es Probleme. Ich gebe euch ein Beispiel. In Indien, nicht wahr, da gibt es Menschen, die nehmen von der unteren Kaste keine Nahrung. Das ist natürlich auch ein bisschen rassistisch. Aber da sagt man sich, wichtig ist, wer die Nahrung herstellt. Und da hat man recht dann. Nicht wahr? Das Kastendenken ist natürlich falsch. Das ist an sich kein Widerspruch, wenn man genau sich damit befasst. Die Zubereitung der Nahrung, das ist etwas ganz Wichtiges. Fast keiner von uns denkt daran, dass Nahrung magnetisch rein sein sollte. Und da meine ich, wie bereits erwähnt, wie sie zubereitet wird. Denn die magnetische Energie, die fließt ja durch unsere Hände hinaus, verlässt den Körper unter anderem durch die Hände. Und wer nun Teig knetet oder Brot backt oder sonst was zubereitet, der vermischt sozusagen seine Ausstrahlung, seinen Magnetismus mit der Nahrung. Ich erwähnte bereits, also wenn Teig geknetet wird, hat das natürlich eine ganz starke magnetische Verbindung mit dem, der den Teig knetet. Tja, also die Nahrung nimmt aber auch, meine Lieben, einen Magnetismus auf aus der Umgebung. Nicht? Ich mache euch nur darauf aufmerksam, das sind Dinge, die, über die wir uns gar keine Gedanken machen. Wir gehen ins Lokal und essen. So, alles klar. Aber wir essen auch den Magnetismus derer, die um uns herum sitzen. Und das vermischt sich sogar mit der Nahrung. Also, darum gibt es also Menschen, die wollen deshalb allein essen. Ja? Damit ihre, oder sie wollen nicht in Gegenwart, jetzt sage ich mal etwas von unterentwickelten Menschen, und damit meine ich Menschen, die also sagen wir, sehr materialistisch oder böse sind oder gerade emotionale Probleme haben oder aggressiv sind. Ja? Da gibt es dann Menschen, die sagen, nein, ich will lieber alleine essen, will nicht in Gegenwart dieser Menschen essen. Wenn wir dann mit der Familie essen, das ist wieder ein bisschen was anderes. Da wollen wir mal voraussetzen, wir sind ja irgendwie auf sympathischer Ebene, positiver Ebene. Ja? Und man kann natürlich sich schützen vor diesen negativen magnetischen Ausdünstungen, aber das ist ein anderes Thema. Am besten schützt man sich, wenn man für sich ist. Oder wenn man diese Dinge bedenkt, von denen ich hier rede. Nun lehrt das Buch des Lichts ja zwei magnetische Tendenzen. Einmal die inneren und die äußeren. Die inneren sind die im Nahrungsmittel selbst. Ja? Die äußeren, die, wie gesagt, von außen eintreten. Also, wenn wir in einem Lokal sitzen, die Menschen von draußen, dann auch der Verkäufer im Laden, der fasst ja diese Nahrung auch an. Ich will nicht pingelig jetzt klingen, aber ich will nur sagen,
ob wir jetzt davon wissen oder nicht, ist egal, das findet magnetisch statt, mein Lieben. Nur, dass ihr euch dessen bewusst seid. Wenn wir jetzt Tierfleisch essen, dann denken wir vielleicht, wenn wir das jetzt ja bearbeiten oder kochen, dann sind dann die schlimmen Schwingungen draußen. Hass, Schmerz, Schrecken, wenn das Tier gemordet wird und wenn es auch mit einem Bolzenschuss ist. Nicht wahr? Geht mal auf YouTube, schaut euch mal an, wie geschlachtet wird. Das sind unheilvolle Schwingungen, meine Lieben. Also, die schlucken wir. Die gliedern sich in unserem Körper an. Und ich sage, wenn wir das mal Schritt für Schritt sein lassen, dann könnten viele unangenehme Eigenschaften, die ja jeder von uns hat, verschwinden oder geringer werden. Alkohol ist wieder eine andere Sache. Wenn ihr astrale Sicht hättet, dann würdet ihr sehen, was da los ist. In einer Bar oder einer Nachtbar. Nun, manche Leute sind davon nicht so beeinflusst. Warum? Weil sie vielleicht zum ersten Mal mit Alkohol zu tun haben. Weil ihr Körper noch einigermaßen rein ist. Andere sind bereits Alkoholiker. Aber die Situation, meine Lieben, astral, wo Alkohol getrunken wird, ja, über die will ich dann im nächsten Vortrag reden. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen.